Vielleicht kennen manche von euch dieses Buch hier, Der kleine Pauli, Lexikon der Antike. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, euch das mal anzuschauen, wenn ihr euch für die Antike interessiert. Denn man kann schon sagen, Der kleine Pauli ist eigentlich so eine Art Standardwerk, was man auch gut sich für die Hausbibliothek anschaffen kann. Und es macht wirklich Spaß, da drin ein bisschen rumzustöbern. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich mich in letzter Zeit wieder mehr dem Lesen von Lexikonartikeln widme, in der Wikipedia, aber eben auch beispielsweise in gedruckten Lexika wie dem kleinen Pauli. Und ich weiß nicht warum, irgendwie tun es mir besonders so ganz, ganz kurze und knappe Lexikonartikel an, weil vielleicht hat es das etwas Mysteriöses an sich, dass man gar nicht so viel darüber weiß, dass man nur wenige Zeilen darüber schreiben kann. Und so war es auch bei einem Artikel, den ich heute gefunden habe, über Theadelphia. Theadelphia, dieser Artikel hat in diesem Lexikon hier nur 4 Zeilen. Die sind so kurz, die möchte ich einmal vorlesen. Es ist ein Dorf der Ptolemäerzeit, das im 3. Jahrhundert nach Christus verödete, am Südwestrand des Fayum. Reste beim heutigen Harit, Herkunftsort zahlreicher Papyri und Hauptgott war der Krokodilsgott Suchus Pneferos, der Schöngesichtige. Ja, das hat mich ziemlich fasziniert aufgrund dieser Kürze und da hatte ich dann Lust, nochmal über diesen Suchus Pneferos mehr herauszufinden, wer das eigentlich ist. Ich weiß, bei den Ägyptern gab es eine Unzahl von Göttern und also mir fällt es schwer, die alle zu kennen. Suchus, von dem habe ich auf jeden Fall noch nie etwas gehört. Er ist auch bekannt unter dem Namen Sobek und war ein Krokodilsgott. Man muss dazu sagen, dass es in Ägypten natürlich Krokodile gab. Und zwar 2 Sorten, nämlich einmal das große Nilkrokodil und das etwas kleinere westafrikanische Krokodil. Und offenbar dachte man im alten Ägypten, dass es, da diese Krokodile natürlich auch eine wirkliche Bedrohung für Leib und Leben darstellen konnten, dass es vernünftig wäre, diese Krokodile, die Gefahr, die von ihnen ausging, zu besänftigen, indem man sie zu Göttern machte. Das ist religionsgeschichtlich ein Phänomen, das ganz häufig auftritt in alten Kulturen, dass man etwas, wovon Gefahr ausgeht, etwas, was also eine dämonische Macht auch über das Leben potenziell hat, dadurch zu zähmen versucht, dass man es zu einer Gottheit erhebt oder religiös zumindest verehrt. Spuren davon finden sich übrigens auch in der Bibel, im Alten Testament, im Buch Numeri, viertes Buch Mose, im 21. Kapitel, gibt es eine interessante Geschichte über Mose und das Volk Israel, wie sie in der Wüste sind. Dann kommt eine Schlangenplage. Die Israeliten werden von Schlangen gebissen und daraufhin erhält Mose von Jahwe den Auftrag, selber ein Standbild einer Schlange herzustellen. Und alle die Leute, die gebissen worden sind und auf dieses Bild der Schlange schauen, die werden wieder geheilt. Nach einem ganz ähnlichen Prinzip scheint man sich das also auch bei Suchus Sobek, übrigens Suchus ist der griechische Name dieses Gottes, vorgestellt zu haben, dass also die Gefahr vom Krokodil dadurch gebannt wird, dass man es religiös verehrt. Und diese religiöse Verehrung des Krokodils in Ägypten lässt sich vor allem auf den Bereich des sogenannten Fayum-Beckens konzentrieren. Ein von Hügeln und Bergen umgebenes Becken, südwestlich von Kairo und westlich des Nils. Und dort gab es offenbar viele Krokodile und der Krokodilskult, der Sobek-Kult, der Suchus-Kult, hat dort im Fayum-Becken ein richtiges Zentrum und Theadelphia, dieses Dorf, worüber ich da drauf gestoßen bin aus dem kleinen Pauli, das war eben auch ein Zentrum dieses Sobek-Kultes und dort wurde er sogar ziemlich euphemistisch als der Schöngesichtige bezeichnet. Wenn man sich ein Krokodilsgesicht vorstellt oder auch sich ikonografische Zeugnisse anschaut, wo der Gott abgebildet ist, entweder ganz als Krokodil oder mit einem Menschenkörper und einem Krokodilsgesicht, kann man nicht anders als von einem Euphemismus sprechen, wenn er als der Schöngesichtige bezeichnet wird. Auch das dient religionspsychologisch wahrscheinlich dazu, die Gottheit irgendwie gut und günstig zu stimmen, weil von ihr ja
oder von ihrer Manifestation im echten Leben von den Krokodilen durchaus eine Gefahr ausging. Es gab im Fayum sogar einen Hauptort des Krokodilskults, der auch passenderweise Krokodilopolis genannt wurde, Krokodilstadt. Und in diesem Gebiet wurden beispielsweise auch Krokodile für kultische Zwecke gehalten, in Tempelteichen und teilweise sogar mumifiziert, wovon wir sogar Zeugnisse haben. Interessant an Suchos bzw. Sobek finde ich, dass dieser Gott eine sehr lange Geschichte hat. Er taucht schon in den ältesten Pyramidentexten auf und eben in Theadelphia, einem Dorf der ptolemäischen Zeit, also der spätesten Epoche der ägyptischen Geschichte, hatte er auch noch bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus Bestand. Dabei hat er natürlich auch eine wechselvolle Geschichte durchlebt. Relativ früh, also zumindest lange Zeit, ungefähr ein Jahrtausend schon, bevor wir uns in diesem Dorf Theadelphia befinden, der Ptolemäerzeit, hatte Suchos auch königliche Attribute angenommen und war zum Teil auch mit dem Sonnengott Re verschmolzen. Das ist ja auch ein typisches Merkmal der ägyptischen Religion, wo ich auch noch nicht ganz durchgestiegen bin, dass die Götter, dass es erstens viele verschiedene Götter für die verschiedensten Bereiche gab, aber dass sie auch miteinander manchmal gleichgesetzt werden konnten oder in einer Art Fusion die Charakteristiken und Namen zweier Gottheiten vereinten. Das Spannende an Suchos Sobek finde ich auf jeden Fall, dass das ein sehr, sehr exotischer Gott ist. Dieser Krokodilsgott. Ich finde diesen Kult auch sehr spannend, wo Krokodile mumifiziert worden sind. Und religionsgeschichtlich, wenn man das beispielsweise mit der Geschichte aus der Bibel vergleicht, ist das auch etwas sehr Typisches, sehr Interessantes, was, glaube ich, auch viel darüber aussagt, wie wir Menschen so ticken. Ein anderer, viel bekannterer Gott der alten Ägypter war Horus. Und über Horus gibt es viele Spekulationen, dass er vielleicht das historische Vorbild für einen anderen Gott, nämlich für Jesus Christus gewesen sein könnte. Ob das stimmt und was dahinter steckt, darüber habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht. Das verlinke ich dir hier einmal. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis gleich bei Horus.